Guten Tag, wir stehen hier auf dem Marktplatz in Haigerb, Besuch vom Hessischen Rundfunk, und wir freuen uns schon tierisch auf diesen Tag, wo wir endlich mal von dem großen Bruder aufgenommen werden und Werbung für unseren Film machen, für den Angerstein-Morde von Sinnen. Wir sind hier auch schon ganz von Sinnen, dass wir hier sein dürfen. Lieber, du hast aber die gesamte Spitze aus dem Schrank geholt. Mein lieber Schwan. Völlig entspannt. Ja. Wollen Sie einen Gruß loswerden? Ja, aber schau, ja, sag Gruß! Ach Gott, ich? Ja! Ich weiß gar nicht, was ich lasse! Ja, liebe Grüße an deinen Mann! Ja, viele liebe Grüße an meinen Schatz! Der wird sich freuen! Jawohl! Haben Sie auch schon gehört, dass halt. Die Zeitung umdrehen. Ja, jetzt nochmal. Und bitteschön. Guten Tag, Herr Knopf. Haben Sie auch schon gehört, dass in der Villa Angerstein passiert? Ja, aber das muss man sehen. Frau Angerstein, da ist er.
Das waren Räuber gewesen, weil die Räuber sind, die alle in den Wald geflüchtet sind. Und warum? Mit einem Ball soll man hier schlagen. Auch wenn die Leute verletzt auf der Straße. Aber war er doch heute Mittag noch bei dem Laden und hat Schokolade für seine Frau gekauft. Ja, das stimmt. Ich habe einen ganz anderen Teil an die Blasen, die wir sonst schlafen können. Den ganzen Tag wird von nichts anderem gesprochen. Der ist sehr lange Schuhgerüst. Ich habe solche Angst, dass die Räuber wiederkehren können. Da fällt mir der junge Herr Kiel ein. Der war doch heute Morgen so früh bei mir im Laden und hat Brötchen für die Angersteins gekauft. Da wird doch nicht der verhauen. Ich hoffe, dass er die Kinder bald passt, damit wir wieder ruhig schlafen können. Ich habe eben Kommissar Reinschmidt getroffen und er hat mir erzählt, dass er die Bürgerwehr in Alarmbereitschaft versetzen will, damit sie nachts in den Dörfern Patrouille laufen. Das ist mein Name, das ist mein Kollege. Ich habe etwas Fragen an Sie. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ich bin ganz sicher. Ganz sicher. Nichts gesehen. Ihnen tut vieles. Schön, dass man die Wahl hat für ein gutes Abendessen.